So Leute, da bin ich mal wieder mit einem neuen Tinker & Talk, und zwar über den Integral. Da ich den aber nicht selber designt habe, kann ich leider nicht zeigen, wie er designt wird, sondern ich werde stattdessen echte Bilder und fertige Bastelbilder zeigen. Was gleich bleibt, ist natürlich, dass ich wieder echte Informationen über diesen Zug auflisten werde. Die Fotos und auch der gebastelte Zug sind von unserem Designer Paul. Die Informationen natürlich wieder von meiner Freundin Wikipedia. Der nun folgende Informationsteil entsteht parallel zu dem Video über den Integral auf meinem anderen Kanal, Bahnimationen. Also wenn ihr diesen Kanal auch verfolgt, dann nicht wundern, werdet ihr den folgenden Teil doppelt hören. Nun aber viel Spaß! Der Integral S5D95 ist ein Nahverkehrszug aus der Ende 2001 stillgelegten Produktion der Integral Verkehrstechnik AG aus Jenbach in Österreich. Der Hersteller bot ursprünglich eine Produktpalette bestehend aus Triebwagen in verschiedenen Längen und mit verschiedenen Antriebsvarianten, also Diesel und elektrisch, an. Gebaut wurden jedoch nur 17 fünfgliedrige Dieseltriebwagen des Typs S5D95 für die Bayerische Oberlandbahn, BOB. Der Integral S5D95 hatte erhebliche Startschwierigkeiten, bewältigte aber zuletzt ein Aufkommen von über 12 Millionen Fahrgästen und ca. 3,1 Millionen Fahrzeugkilometer. Alle Triebzüge der BOB wurden zwischen Juni und Juli 2020 aus dem Betrieb gezogen und durch neue Alstom Coradia Lind ersetzt. Die Fahrzeuge wurden von der im Großraum Düsseldorf tätigen Regiobahn übernommen und werden seit Dezember 2020 dort eingesetzt. Der Integral wurde im Baukastensystem entworfen, um in verschiedenen Konfigurationen den Anforderungen vom regionalen bis zum S-Bahn-Verkehr zu genügen. Dafür stehen Trieb- und Laufwagen zur Verfügung, sowie sogenannte Gondeln, die dazwischen gehängt werden. Die Züge konnten 3, 5, 7, 9 oder 11-gliedrig konfiguriert werden. Der Integral S5D95, wie er bei der BOB verkehrte, hat zwei normalflurige Endtriebwagen und einen normalflurigen mittleren Laufwagen. Zwischen jeweils einem Endtriebwagen und dem mittleren Laufwagen sind niederflurige, radlose Segmente mit Türen gehängt. Einer der Endwagen hat zwei Motoren, der andere nur einen Motor. Jeder Motor überträgt dabei seine Leistung via Getriebe auf eine eigene Achse. Die Gründe zur Ausmusterung bei der BOB waren unter anderem die wesentlich höhere Umweltfreundlichkeit der Neufahrzeuge. Dabei konnte der Stickoxidausstoß gegenüber der Integralzüge um 86% reduziert werden. Außerdem reichte der Fahrgastkomfort leider nicht mehr aus. Auch ist die Ersatzteilversorgung für die Integralzüge seit der Insolvenz des Unternehmens im Jahre 2001 stark eingeschränkt. Des Weiteren lassen sich die Züge der Typen Integral und Lind nicht untereinander koppeln, was gerade im Flügelungssystem der BOB unpraktisch war. Flügelungssystem bedeutet, dass zwei zusammengekoppelte Züge erstmal ihren Weg gemeinsam fahren und an einem bestimmten Bahnhof dann getrennt werden, um verschiedene weitere Ziele anzufahren. Die Regiobahn konnte die Integrale noch gut gebrauchen, da die S28 der S-Bahn Rhein-Ruhr verlängert wurde. Eigentlich sollten da Flirt 3er eingesetzt werden, Problem: die Strecke wurde nicht rechtzeitig elektrifiziert. Das soll aber bis zum Fahrplanwechsel 2026 endlich umgesetzt werden. Ab dann ist auch das Ende des Integrals bei der Regiobahn vermutlich gekommen. Jetzt die technischen Daten im Überblick. Nummerierung VT 101 bis 117. Anzahl 17. Hersteller Integral Verkehrstechnik AG. Baujahr 1998. Achsformel AA111A. Länge über Kupplung 52,99 Meter. Leermasse ca. 74 Tonnen. Höchstgeschwindigkeit 140 km/h. Leistung 3 x 315 kW, also 945 kW. Anfahrzugkraft 112 kN. Sitzplätze 164, davon 12 erste Klasse Sitzplätze. Stehplätze 200. Fußbodenhöhe 780 mm bzw. 1150 mm. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen, wo ihr kommentieren sollt, was ihr von dem Integral haltet und von diesem Video. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Zeit noch viele neue Videos produzieren kann. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet und ciao!
PS, dieser Zug kommt auf die Website zum Download, sobald die Regiobahn uns ihr Okay dazu gibt. Darauf freuen wir uns sehr. Bis bald!